Wo gehst du Fuß nach Hause? Wo wohnst du denn? In der Kopernikusstraße. Wo ist die? In Babelsberg. Ich wohne auch dort in der Nähe. Möchtest du nicht mit mir nach Hause kommen? Prima. Holger, ein Klassenkamerad. Er ist neu. Guten Tag, Frau Hartmann. Tag, Holger. Möchtet ihr etwas trinken oder was essen? Ja, was möchtest du? Ach, ich möchte... Ich trinke eine Cola. Und ich habe Mineralwasser. Haben wir noch Kuchen? Ich glaube, ja. Cola und dein Kuchen. Danke. Bitte. Sag mal, hast du Geschwister? Ja, hier, schau. Mein Bruder und meine Schwester. Sie sieht nett aus. Wie alt ist sie? Bina ist älter. Sie ist 19. Mein Bruder ist 12. Ach, übrigens, meine Cousine kommt nachher. Deine Cousine? Wie alt ist sie? So alt wie ich, auch 16. Ja, wirklich? Wie sieht sie aus? Sie ist sehr hübsch. Sie hat braune Haare, braune Augen. Sie ist 1,65 groß und sehr charmant. Genau mein Typ. Ich weiß. Komm, ich zeig dir jetzt mein Zimmer. Hey, das Poster, spitze. Wer ist das? Na, rat mal. Ich weiß nicht. Das ist Patricia Kahrs. Ach so. Du hast es schön hier. Dein Zimmer ist fantastisch. Die Möbel sind toll. Neu, ja? Ja, der Schrank ist neu. Das Regal, das Bett und... Hey, das ist bestimmt meine Cousine. Komm mal mit, Holger. Tag, Jens. Tag, Holger. Komm her. Holger, meine Cousine. Was? Tara ist deine Cousine? Das glaube ich nicht. Ja, sicher. Ich bin deine Cousine. Und ich denke, Tara ist deine Freundin. Mensch, Holger, du denkst zu viel. Wo ist die Kopernikusstraße? Was möchte Holger trinken? Wer ist älter? Jens oder seine Geschwister? Wie sieht Jenses Cousine aus? Jenses Zimmer ist fantastisch. Hallo. Tag, Tante Monika. Danke für die Zeitschriften. Und die Mutti schickt dir ein paar frische Erdbeeren aus unserem Garten. Ja, vielen Dank. Ich rufe Mutti dann gleich an. Tschüss. Prima. Also tschüss miteinander. Ich glaube, ich gehe auch. Wohin gehst du denn? Tara, mein lieber Holger, geht jetzt zum Ahmed. Zum Ahmed? Wirklich? Zu seiner Cousine. Ich helfe ihr mit den Hausaufgaben. Was für Fächer? Deutsch und Mathe. Bist du gut in Mathe? Holger, Tara ist eine Genie in Mathe. Aber Leute, fahren wir doch alle mal rüber zum Ahmed. Prima Idee. Ahmeds Cousine ist sehr hübsch. Sie hat rotbraune Haare und dunkle Augen.
Tante Clique, hallo. Ja, Holger möchte deine Cousine kennenlernen. Du spinnst ja, Jens. Handan? Komm mal her. Das ist Holger, er ist neu bei uns. Hallo, Holger. Hallo, Handan. So genug. Ihr macht jetzt, was ihr wollt. Handan und ich, wir lernen jetzt. Tschüss. 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 Und lernt fleißig. Wer schickt die Erdbeeren? Wem hilft Tara mit den Hausaufgaben? Jens sagt, Tara ist ein Genie. Wer möchte Amels Cousine kennenlernen? Was machen Tara und Handan jetzt? We asked several teenagers where they live. Here is what they said. Wo wohnst du? Okay, ich heiße Dominik Lang, bin 12 Jahre alt und wohne in Hamburg, also Tindelberg, ein Viertel. Wie alt ist Dominik? Ich heiße Jasmin und bin 15 und gehe in die Reichenauer Schule und ich wohne in München und ich komme aus der Türkei. Woher ist Jasmin? Ich heiße Thomas Schwangert, wohne in München. Ich bin an der Reichenauer Schule und komme aus Italien. Woher kommt Thomas? Ich heiße Johanna, ich bin 12 Jahre alt und wohne in Hamburg. Wo wohnt Johanna? The indefinite articles ein and eine. The words ein and eine signal the gender of a noun. Ein is used before masculine and neuter nouns. Ein Junge. Ein Mineralwasser. Eine is used before feminine nouns. Eine Cola. Listen for the words that precede the nouns in this conversation. Ich möchte, ich trinke eine Cola. Und ich habe Mineralwasser. Haben wir noch Kuchen? Ich glaube ja. The möchte Forms.
The möchte forms can be used with or without another verb. Was möchtest du trinken? Ich möchte eine Cola. In the singular, möchte has these forms. Ich möchte, du möchtest, er sie es möchte. In the plural, möchte has these forms. Wir möchten, ihr möchtet, sie, sie möchten. Can you identify the möchte forms in the following conversation? Möchtet ihr etwas trinken oder was essen? Ja, was möchtest du? Ach, ich möchte... Ich trinke eine Cola. Pronouns. Pronouns can be used instead of a noun phrase. The pronoun er refers to a masculine noun. Der Klassenkamerad, er. Der Schreibtisch, er. The pronoun sie refers to a feminine noun. Die Cousine, sie. Die Stereoanlage, sie. The pronoun es refers to a neuter noun. Das Mädchen, es. Das Regal, es. The pronoun sie also refers to a plural noun. Die Eltern, sie. Die Möbel, sie. Listen for the pronoun in the following introduction. Da ist Holger, ein Klassenkamerad. Er ist neu. The possessives. The possessives mein, dein, sein, and ihr have the same endings as ein. No endings are used when they precede masculine and neuter nouns. Ein, mein, dein, sein, ihr Schreibtisch. Mineralwasser. The ending is e for feminine nouns. Eine, meine, deine, seine, ihre Cousine. Cola. The ending e is also used for plural nouns. Meine, deine, seine, ihre Eltern. Möbel. Can you identify all possessives in the following conversation? Holger, meine Cousine. Was? Tara ist deine Cousine? Das glaube ich nicht. Ja, sicher. Ich bin deine Cousine. Und ich denke, Tara ist deine Freundin.